Und willkommen zu einem weiteren Gameplay von Call of Duty Black Ops. Heute auf der Map Firing Range im Modus Team Deathmatch und ich bin ausgestattet mit einer MP5, zwei Blendgranaten, einer Splittergranate. Aber das Ganze wird nicht allzu lange hier bleiben, denn ich werde die Klasse wechseln und zwar werde ich dann später haben eine AK-47 mit einem Schalldämpfer und zwei HE-Granaten und das gepaart mit einer Semtex. Das sorgt schon für ein großes Feuerwerk, aber das werdet ihr dann schon noch sehen. Um aufs eigentliche Thema nun zu kommen. Ja, was kann ich, wie kann ich die Überleitung machen? Ich sag einfach nur so viel. Gamescom. Genau, das war schon die Überleitung, denn die Gamescom ist vorbei und es gibt jetzt jede Menge neue Informationen, die uns die Gamescom gebracht hat. Aber es gibt nicht nur Informationen, nein, es ist auch etwas Weltbewegendes passiert, nämlich schon fast. Denn CDF oder eher der Zweitsender oder was ist es, so eine Abspaltung, und zwar CDF Kultur, hat zum allerersten Mal im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen eine Sendung über die Gamescom gezeigt oder generell eher über die ESL und hat selbst sogar ESL-Turniere ausgestrahlt. Ja, um Gottes Willen, sagt er jetzt. Das gleiche habe ich auch gesagt. Ich habe schon gedacht, mein Gott, wie wird denn diese Sendung werden? Das wird da so unglaublich subjektiv sein und über die Gamer ablästern, aber die Sendung ist sehr objektiv gehalten. Sie ist auf jeden Fall lohnenswert, mal anzugucken, reinzuschauen. Das Ganze könnt ihr in der ZDF-Mediathek zum Anschauen finden. Ich werde auch nochmal einen Link dann in die Beschreibung reinknallen. Aber ihr müsst schon mal auf eins vorbereitet sein, denn dieses ganze Video geht fast 3 Stunden. Also ihr solltet dann schon, wenn ihr es komplett ansehen wollt, viel Zeit investieren und viel Zeit mitbringen. Aber ihr könnt ja auch nur einfach ein paar Ausschnitte angucken, denn alles muss man ja jetzt auch nicht gesehen haben. Tja, was kann ich groß dazu sagen? Was wird denn da gezeigt? Es wird zum einen mal Live-Matches oder generell Live-ESL-Turniere von der Gamescom gezeigt, und zwar im Hinblick auf Trackmania Nations. Das interessiert sicherlich jeden. Oh ja, dann wird noch gezeigt FIFA 11, ein Turnier von dem, also ein ESL-Turnier, und dann noch ein Counter-Strike Source-Turnier, wo ja übrigens nur so nebenbei der neue Teil Counter-Strike Global Offensive nächstes Jahr, ich glaube Anfang oder Mitte 2012, der Nachfolger rauskommt, und der wird für alle Plattformen sein, nämlich PC, Xbox 360, PS3. Ja, ihr habt richtig gehört, und man kann untereinander zocken, also es besitzt dieses Cross-Gaming, oder ich weiß nicht, heißt es Cross-Gaming, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, irgendwie sowas mit Cross und Game und irgendwas. Auf jeden Fall können also dann alle untereinander spielen, sprich PS3 gegen PC, PS3 gegen Xbox, Xbox gegen PC, was weiß ich alles. Also, das wird dann wirklich ein lustiges Abenteuer, da könnt ihr drauf gespannt sein. Aber es hat natürlich auch alles seine Einschränkungen bei dem Video, jetzt nicht bei CS, denn dieses Video kann man bei der ZDF-Mediathek leider erst von 22 Uhr bis 6 Uhr sehen, denn es enthält Content, der für Zuschauer unter 16 Jahren leider nicht geeignet ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine, man kann im Internet und Fernsehen alles Mögliche finden, aber selbstverständlich kann man CS dann erst von 22 bis 6 Uhr morgens angucken. Naja, was soll's denn? Ich denke, die meisten von euch werden bis 16 Uhr wach sein. Von dem her gesehen könnt ihr ja dann mal kurz noch vorm Schlafen gehen 5 Minuten reingucken. Es werden nämlich auch Hintergrundinfos gezeigt und auch besprochen über das Thema, wie ein Clan aufgebaut ist. Dann werden auch noch Leute interviewt, die bei der ESL arbeiten oder die jetzt mal professionell in der ESL und in anderen, wie nenne ich es, in anderen Turnieren professionell gespielt haben und damit auch ihren Lebensunterhalt verdient haben. Also da ist schon reichlich Informationsstoff dabei und da könnt ihr dann auch ruhig mal einen Blick reinwerfen. Aber die Gamescom hat nicht nur ihre guten Seiten gehabt, nein, sie hat auch Schattenseiten. Wie ich gestern Abend schockierend und fast den Dreh nahe feststellen musste, denn RTL hat einen Bericht über die Gamescom gebracht, so hat das zumindest IGN in seinem, wie nenne ich das jetzt am besten, in seinem
Thema geschrieben, denn IGN, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist, glaube ich, mir die größte Fernsehzeitschrift, Fernsehzeitschrift, um Gottes Willen, Leute. Nein, IGN ist, glaube ich, so das größte Magazin für Games und so weiter. Also wirklich ein ganz großes Ding. Und die haben gestern einen Bericht gebracht, dass RTL über die Gamer auf der Gamescom gelästert hat. Und zwar, wir wurden da so verspottet, wie man sich's in seinen schrecklichsten Träumen nicht vorstellen kann. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich sag mal so, über uns wurde so hergezogen. Wären das Frauen gewesen, ja, Alice Schwarzer wäre sofort zum Gericht gerannt und hätte RTL verklagt, ja. Aber ich meine, bei uns Gamern, ne, ich meine, wer möchte da zum Gericht rennen und RTL verklagen? Na gut, Leute, keine Angst. Ich setze mich für uns ein. Ich renne zum Gericht und verklage RTL. Gar kein Problem. Auf jeden Fall wurden wir beispielsweise in drei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie sind die Gamer, die sich dann so verkleiden oder die sich verkleiden und zwar dementsprechend, was für Spiele sie spielen. Also das bedeutet, weil ich gerne Shooter spiele, wäre ich dann auf der Gamescom als Amokläufer rumgerannt. Die zweite Kategorie Gamer sind da die Introvertierten, die überhaupt nichts sagen und einfach nur durch die Gamescom durchrennen und überhaupt keinen Laut von sich geben. Und die dritte und letzte Kategorie sind die Gamer, die null Rücksicht auf ihre Körperhygiene legen und also stinkend rumrennen mit, was weiß ich, fettigen Haaren, was weiß ich, ja, also diejenigen, die das Wort Körperhygiene überhaupt nicht kennen. Also das bedeutet, es gibt nur drei verschiedene Sorten Gamer und mehr gibt's nicht. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie von Gamern ihr gehört. Ja, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben. Den Bericht von RTL und auch von IGN werde ich natürlich auch in die Beschreibung reinklatschen. Ich glaube, das war jetzt ziemlich viel Gesprächsstoff und ja, bis zum nächsten Mal.